Hallo meine lieben Leute und willkommen heute zu meinem neuen Video, heute bei Francesco Canale. Und zwar dreht sich heute alles wieder um Hamsterprodukte und dann sage ich mal, legen wir los. Und zwar fangen wir mit da, ich zeige euch heute ein paar Hamsterprodukte, wo sehr gut sind, gute Qualität und alles und ja, was man auch am Anfang so braucht beim Hamster. Ich muss mal kurz holen. Und zwar, wichtig ist es, einen Napf zu haben, aber es müsste ein Napf sein, der zwei dicke Schichten hat, also der so dick ist. Nicht so ein dünner Plastik, sondern so schön aus Glas und halt so dicke Schichten. Das ist halt am besten für den Hamster. Ist auch gut geeignet. Dann kommen wir zum zweiten Produkt. Das ist das Mineralstones Salznagerstein. Das macht man so am Käfig und dann lecken die auch da dran und alles. Das ist ziemlich gut. Das ist gut für die Hamster. Für Hamster, Kaninchen und Meerschweinchen. Und das müsste man auch im Käfig haben und was man im Käfig haben muss, ist natürlich ein Haus. Und am besten wäre halt so ein Holzhaus geeignet, wo so aus Baumrinde ist, aber halt schön gepflegt, dass da drinnen auch keine Splittern oder so sind. Und halt ein schönes Haus. Und dann müsste eine Tür sein und oben müsste auf jeden Fall ein Fenster sein oder an der Seite. Und ja, es dürfte auch nicht so klein sein, sondern ungefähr in dieser Größe. Dann kommen wir weiter. Viele von euch wissen, dass sich Hamster in Sand baden. Und deswegen habe ich nach speziellen Badesand gekauft für Kaninchen und für Hamster. Für Chinchilla und andere Nager. Das ist Chinchilla-Sand. Und es ist ein reines Naturprodukt und Pflege. Also das ist, haben auch viele Leute dieses Chinchilla-Sand. Und ja, ich gucke mich gerade noch um. Ja, ich habe mehr nichts. Ich habe erst Sachen bestellt. Und zwar, das muss ich euch auch jetzt noch sagen, auch noch Stroh, Heu. Ja, Stroh und Heu. Und ja, was Hamster auch cool finden ist, wenn man ihnen Watte, Hamsterwatte oder ja, Hamsterwatte in ihren Käfig macht und dann daraus bauen sie sich ein Nest und die tun das dann nehmen und wenn ihr euch einen Hamster holen wollt, braucht ihr Geduld. Man darf ihn nicht bedrängen, sonst braucht man sich keinen Hamster zu holen, ständig mit ihm zu knuddeln. Er braucht auch seine Ruhe und wenn man einen Hamster neu gekauft hat, muss er erstmal eine Woche, so zwei Wochen erstmal im Käfig ruhig bleiben. Und der Käfig müsste schon 50 Meter breit sein als so. Nicht so ein kleiner Käfig so hoch, sondern schon so hoch. So. Ein großer Käfig sein. Und nicht diese Plastik-Scheiße, weil das ist Tierquälerei. Und dann, ja, in so einem kleinen Käfig passt nicht mal so ein Kaninchen rein. Das ist Tierquälerei und so viel Plastik ist auch nicht gut. Und ja, auf jeden Fall, gebt mir einen Daumen nach oben. Und bei 10 Daumen nach oben gibt es ein nächstes Hamster-Video. Bis bald, ciao.